Herzlich willkommen im Gruselhaus. Wir sind Annemarie und Andy. Unschwer zu erkennen. Wir haben euch jetzt endlich mal das lang, lang versprochene Special-Video, also für alle, die es auf YouTube sehen, Video mitgebracht, für alle, die es auf Spotify oder beim Podcast hören eben. Ne? Ja, das wird kompliziert genug, das so zu gestalten, dass man das auch als Podcast irgendwie. Ja. Aber vorab gesagt, wir hatten September 2021. Genau. Lang ist's her, schon mal ein Video gemacht gehabt, was wir aber niemals hochgeladen haben. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es immer weiter in den Hintergrund geraten. Auf jeden Fall, es geht um unsere bisherigen Börsenkäufe oder von September an. Filmkäufe, genau. Und es ist fast ein Jahr rum. Und jetzt haben wir gedacht, so jetzt endlich, wir waren in der Zwischenzeit auf mehreren Filmbörsen in Neuss. Wir waren auch schon mal wieder in diversen Elektrofachmärkten in der City. Wir waren. Ich glaube, da sind sogar noch Filme dabei von Weekend of Hell tatsächlich. Ja, genau. Wir waren auf Weekend of Hell. Wir waren. Haben mal zwischendurch auch mal Sachen bestellt. Wir haben zwischendurch Sachen empfohlen bekommen, die wir auch schon im Podcast besprochen haben. Also wir werden auch zu jedem Film einzeln was sagen, wo der herkommt und warum es halt. Ne? Genau, das wird man ja dann erfahren, bevor man jetzt sehr lange. Aber ich möchte schon mal dazu sagen, wenn ich vielleicht das eine oder andere nicht mehr so 100% weiß. Dafür bin ich ja da. Da ist hier mein Brain am Start. Und ja, wir können euch auch sagen, was haben wir schon bisher geguckt, was noch nicht. Ich glaube, mehrheitlich haben wir noch nicht alles natürlich geguckt oder mal getrennt auch. Ne? Ja, du hast dann schon mal was. Es gibt halt Filme, die sind dann halt eher nichts für dich. Genau. Und die gucke ich dann eher allein. So. So sieht aus. Wir haben jetzt hier beide ein Käffchen bzw. ein Iced Coffee am Start. Café au lait. Und wir hoffen, wir können euch nebenbei hier irgendwie den Sommer etwas versüßen und hoffen, dass sowohl für die Podcast-Hörer als auch für die YouTube-Schauer was dabei ist. Und starten einfach mal, oder? Möchtest du? Ich glaube, tut sich irgendwas mengenmäßig. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr. Ne? Du hast ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe dafür so mehr Sachen, die so in Richtung, Mediabook oder sowas gehen. Aber ist auch egal. Ich schreibe jetzt einfach mal hier rein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aha. 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 Es ist die Todeskollektion von Jörg Buttgereit. Und zwar ist hier drauf einmal Nekromantik, Nekromantik 2, der Todesking, Schramm und Hot Love. Ich hatte gesehen gehabt bis jetzt Nekromantik. Cooler Film. Sehr schön gemacht. Ist ja auch, das ist ja auch schon lange her, als der Film rauskam. Hier, 87. Also muss man ja schon sagen, handwerklich super geil gemacht. Dann habe ich den Todesking geguckt und der war totlangweilig. Ja, so ist er immer im Tod. Der war jetzt nicht so meins. Die anderen drei Filme habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Auf jeden Fall, die Todeskollektion, ich glaube, die hatte ich wirklich auf der Filmbörse geholt. Weekend of Hell geholt. Ah ja. Ja, ist halt so ein Schuberschub, wo halt. Ne? Ich muss erstmal mit der Kamera wieder. Ja, da muss man erstmal wieder reinkommen, ne? Lange nicht aufgenommen. Ne? Hier, Let's Play sind sowieso ins Wasser gefallen, wegen langanhaltender Freizeitlosigkeit. Ja, so kann man das auch sagen. Ja, dann greife ich mal in meine Box, auf meinen Stapel, und da kommt zuerst eine Empfehlung, die wir bekommen haben durch unser Podcast. Den haben wir auf Instagram bekommen. Ja. Und auch schon im Podcast besprochen. Genau. Vielen Dank dafür. Genau, es ist Rubber. Sehr cooler Film. Wir waren sehr begeistert von der Empfehlung. Hatten wir extra für den Podcast für die Empfehlung bestellt gehabt. Ja, so ein bisschen aus wie Prinz Eisenherz. Das ist alles nicht schön. Was? Du bist verrückt. genau, Rubber, sehr cool. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an diese Empfehlung. Hört gerne in unsere Podcast-Folge dafür rein. Haben wir uns dann extra für die Empfehlung, wie gesagt, bestellt. Ist aber auch sauschwer zu, was heißt sauschwer, ne? Amazon schon regelt, aber es ist schon schwer zu bekommen. Im normalen, ich sag jetzt mal, Saturn, Mediamarkt, was sonst, gibt's noch was anderes? Gibt's Elektrofachmärkte. Ja, gibt's ja auch nicht mehr. Naja, bei Müller gibt's auch DVDs. Müller, habt ihr einen Müller? Wir haben zufälligerweise in Düsseldorf hier ums Eck einen Müller. Wo man mal ab und an mal stöbern kann. Und die haben auch ab und an mal ganz gute Aufmachung. Weil die nämlich diese ganzen Spio-Freigaben haben. Was hier zu klimpert, übrigens für die Podcast-Hörer, ist mein Strohhalm. Stimmt, wir sollten ja auch immer
Ja gut, haben wir ja gesagt, die Titel. Hab ich das sehr gut gemacht? Du hast das hervorragend gemacht. Dankeschön. Du bist wieder dran. Ach, ich mach einfach hier weiter. Wow. Völliges Chaos. Der Film war auch... Nein, der war Filmbörse. Oh, ich weiß, wie gesagt, keine Ahnung. Klar, man hat den Film schon 1000 Mal. Tanz der Teufel 2. Obwohl, den haben wir noch gar nicht so oft. Nee, du hast Evil Dead sehr, sehr oft. Naja, Tanz der Teufel 2 im Mediabook. Eigentlich eine relativ seltene Geschichte. Ich sehe gerade, das ist sogar die UHD. Hm. 4K. Meine Fresse, das wusste ich alle gar nicht. Und auch ein ganz cooles Cover, muss ich sagen. Cooles Cover ist so... Cooles Cover halt. Ja, schaut ihr gerne, die Podcast-Hörer schaut ihr gerne das YouTube-Video. Beim Kauf wusste ich gar nicht, dass das ein Mediabook ist. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre irgendwie so eine... Die Kamera, ich muss erstmal wieder reinkommen. Eine kleine Hardbox, habe ich eigentlich gedacht. Ja. Aber egal, war jetzt auch nicht so teuer. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Der Mann am Stand hat zwar gesagt, boah, hier, das ist hier, ne, das ganz selten, das ist eine Rarität, ne, und so weiter. Ne? Ist egal, ich habe den immer noch eingeschweißt, weil wir den Film auch so hier rumzuliegen haben. Ne? Wir haben sowieso noch sehr, sehr viel eingepackt, muss und man sagen. Tanz der Teufel 2, alles, was mit Tanz der Teufel zu tun hat. Ja. Ich habe jetzt noch nicht exzessiv hier Ash vs. Evil Dead geguckt, aber was die Filme angeht, bin ich ein Riesenfan davon. Ja. Ich zumindest. Also die sind schon Kult und Klassiker, ja, und definitiv. Sind schon geil. Muss man wirklich sagen. Bald soll ja auch von Fede Alvarez der zweite Evil Dead halt rauskommen. Ja, und da freue da ich sind mich wir auch. Alle wieder mega gespannt. Halt. Da bin ich auch richtig, richtig gespannt. Ich habe auch etwas... Das wird alles ein bisschen realistischer hier hinschließen. Ich schließe mich dort hier rein. Da kommen noch 1000 Filme. Gut. Ja, es wird knifflig. Es ist wirklich warm. Leute, wir haben Hochsommer. Und es ist wärm. Aber wir wollen nicht meckern. Das nächste auf meinem Stapel ist, haben wir auch schon, ja, haben wir damals von einem Freund empfohlen bekommen. Tatsächlich haben wir mega gefeiert. Ja. Aber diese Aufmachung habe ich richtig, richtig gefeiert. Und zwar Tucker and Dale vs. Evil. Und diese gezeichnete Aufmachung, ich hoffe, man kann es trotz der Blendung sehen. Soll ich ein bisschen reinhalten hier? Komm, da passt was dazu. Ist halt richtig cool. Das ist so ein bisschen so ein wattiertes Mediabook. Und ist so gezeichnet, wie die beiden sich durchs Unterholz schlagen und das bewusstlose Mädel. Ein Selbstmordkommando. Ich liebe diesen Film. Es ist einfach so lustig und es ist, hat die richtige Prise Humor, ohne zu albern zu wirken. Und genau. Natürlich hat man den Film schon, man kennt ihn schon, aber wir sind ja Sammler und das musste unbedingt mit. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es, ich glaube, es war eine Filmbörse, wo wir den gesehen haben. Kann ich leider gar nicht sagen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön an den sehr guten Freund, ne? Fängt ja mit M an und hört mit Ike auf. Ja. Riesenempfehlung, damals gewesen, hat mir auch zum Geburtstag da Steelbook geschenkt gehabt, stimmt, wo die Blu-ray und DVD drin war. Vielen Dank dafür. Ich weiß stimmt nicht, ob er jemals eins unserer Video oder Podcast gehört hat. Ist aber auch egal. Danke an M. Ike für diese tolle Empfehlung. Ja, voll gut. Hast du noch was? Nee, das war jetzt meins. Cool. Du bist wieder dran. Dann, jetzt geht das hier los, ne, mit... Es ist eine Rarität. Es ist Nonsens hoch 10. Das ist ja egal. Darum geht's ja nicht. Dämonenbrut. Ne? Ich glaube, wie heißt er hier? Dämonenbrut, ne? Insel der Dämonen. Inklusive dem Film Insel der Dämonen. Von Andreas Bettmann oder Bethmann oder Bethmann, keine Ahnung, wie der heißt. Rarität hat man damals, als man noch sowas wie die Movistar gekauft, ja, hat, diese Zeitschrift halt. Da gab es hinten auf den Seiten immer so ein Bestellgedöns halt. Ja, ne? Ja, genau. Und da war immer hier Dämon, boah, geil, hier halbnackte Olle vorne drauf. Ne? Der Film kann ja nur sagenhaft gut sein. Ja gut, man lässt sich ja leicht beeinflussen. Ne? Ja, aber das sind halt, du siehst dann irgendwann im Katalog, der ist ja so als Teenager 20. Na, mit 20 bist du schon nicht mehr Teenager. Heutzutage, ja. Ja cool, musste haben, ne? Ich habe einmal kurz reingeguckt, das ist furchtbar. Das okay. Ist halt so eine Kultsache halt. Ne? Ja. Das ist, ich versuche ja auch immer deutsche Regisseure irgendwie, ja, mit ins Boot reinzuholen, weil das halt, man muss ja auch ein bisschen unterstützen, so wie ich auch asiatische Filme über alles liebe, muss man halt gucken, dass man halt auch seine Leute halt, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt genug gute Leute, ne?
Und da hast du, glaube ich, auch noch was dazu, ne? Zu ja. gute deutsche ja, Leute. Da, ne, ich habe ja gelernt vom Besten und deswegen habe ich meine Augen aufgehalten und auch noch mal was Nices gefunden. Jetzt aber habe ich auf meinem Stapel den neuen Candyman für euch als Blu-ray. Wir haben aber noch nicht reingeschaut. Weil ich mich auch nicht traue, ehrlich gesagt. Ich will die ganze Zeit schon unbedingt, aber muss dich, glaube ich, noch ein bisschen überreden. Genau, der Candyman, wie gesagt, den alten kennt man ja. Ne? Mit Tony Todd, ein sagenhaft guter Tony Todd. Entschuldigung. Genau, und ist ja auch nach einem wahren Crime-Fall inspiriert, auf jeden Fall, der Film. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wie immer das auch funktionieren soll. Ja, weil es diese Geschichte mit durchs Bad da reinschleichen, mit der Zwischenwende, diesen Kriminalfall gab es wirklich mal in den USA. Ja gut, aber das, mit den Bienen und alles, das. Ja gut, ich habe gesagt inspiriert, ich habe nicht gesagt 1:1. Nein, weil für mich halt Candyman ist Tony Todd. Und ja, deswegen, natürlich. Wenn, das ist halt immer dieses, ich weiß, da bin ich vielleicht etwas engstirnig, ne? Aber wenn dann gewisse Schauspieler diese Rolle nicht mehr verkörpern, dann ist das für mich... Es ist schwierig, ja. Ist genau wie damals hier Hellraiser, Relevations. Ja. Da war auf einmal ein anderer Pinhead. Und das war... Der Film war vielleicht nicht so schlecht, aber... Ja, ja, ja. Wenn gerade, Doug Bradley nicht da drunter ist, dann ist das für mich nicht... Ja, das ist ja auch so mit der Neuverfilmung von Nightmare on Elm Street. Ja, wo auch, es halt ja, nicht, ach, noch schlimmer. Das sind dann ja, halt so... Ja. Aber ich glaube, ich weiß, jetzt lünscht ihr mich bestimmt alle, aber... Es sind manchmal Gewöhnungssachen und man sollte auch dem Neuen eine Chance geben. Ja, man tut dem Unrecht. Die Filme sind dann gut, aber man ist halt, ja, wie ich, engstirnig und sagt dann, ne, wenn der da nicht mitmacht, dann... Dann ich nicht dann, mitmache. Dann ist der Film auch nicht gut, selbst wenn er gut ist und, naja. Ja, aber wir geben dem Candyman auf jeden Fall eine Chance. Könnt ihr mal schreiben, falls ihr den Neuen schon kennt und uns voraus seid, gerne, wie ihr den findet. Aber ich würde sagen, wir huschen zum nächsten. Ja, ich gehe einfach mal hier hin, weil eigentlich muss ich anders vorgehen, um darauf später ja, zurückzukommen. Okay. Eine wunderbare Dokumentation, Searching for Cannibal Holocaust. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, auf DVD und Blu-ray und kostet 20 Euro. Das war mehr als 20 oder 10 Euro. Das ist auch so eine fette, wattierte... Das ist halt wieder so eine fette, wattierte mit tausendfach Information und allen so ein Scheiß hier, ne? Und großartig. Großartig Werk. Großartig. Möchte ich fast sagen, weil es halt natürlich um Kannibal Holocaust geht und diese ganzen italienischen Kannibalen-Filme, Geschichte, wo ich sowieso immer mal ein bisschen tiefer rein wollte und dadurch einfach nur gesagt bekommen habe, ja, geht tiefer da rein. Also großartige Dokumentation, sehr schön. Ja, ich habe mir das hier noch nicht alles durchgelesen, weil das ist ja Irrsinn alles. Ne? Searching for Cannibal Holocaust. Riesenempfehlung, wenn einer die Blu-ray oder DVD in den Händen hält. Nutzt die Chance. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Das freut mich. Ist nicht dein Nein. Thema, weiß ich. Nee, ja? Aber ich finde immer noch, Doku ist immer noch ein bisschen was anderes als Film und sowas. Es ist vielleicht bei mir auch nur, weil ich vor Jahren mal einen nach Welcome to the Jungle... Genau, Cannibal to Welcome to the Jungle. To the Jungle. eine Kotznacht hinter mir hatte. Ich habe wahrscheinlich irgendwie einfach nur was Falsches gegessen. Ist jetzt gar nicht mal wegen dem Film. Aber lustigerweise assoziiere ich das immer mit diesen ganzen Kannibalenfilmen. Und deswegen, ich muss mich erstmal wieder vorsichtig rantasten. Das nur so als kleine Hintergrundstory. Ansonsten kommt jetzt von meinem Stapel... Aber ich glaube, das war mein Film. Das? Den ich ausgesucht habe. Den? Ja, Entschuldigung, dann reiche ich dir den unterm Tisch jetzt an. Unterm Tisch wird gehandelt. Ja, ich hatte das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Auf jeden Fall haben wir hier einen sehr jungen Brad Pitt in Todesparty 2. Das ja, ist auch ein Mediabook, sehr schön, so ein gezeichnetes Cover. Und fand ich cool, hatte ich die ganze Zeit schon irgendwie mal immer mal wieder gesehen, wie das halt immer mit solchen alten Filmen, ja, älteren Filmen halt ist. Wie gesagt, Brad Pitt, sehr jung. Und noch frisch und knackig, der Bursche. Und habe ich dann jetzt endlich mal mitgenommen. Ja, ich glaube, das war auch auf einer Filmbörse in Neuss. Genau, ich jetzt das gesagt. War, ich meine, auch Filmbörse. Genau, noch nicht reingeguckt, auch noch komplett eingeschweißt. Aber steht auch auf der Liste der zu schauenden Sachen.
Deswegen kann ich da jetzt noch weiter nichts sagen. Aber auf jeden Fall war das halt so ein Teil, was man dann irgendwie schon 1000 Millionen Mal gesehen und jetzt eine nice gezeichnete Aufmachung vom Mediabook und dann musste ich das haben. Ich bin da immer sehr leicht zu beeinflussen. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Man ist halt auch impulsiv Käufer. Na, natürlich. Ne? Also ich sowieso. Ne? Macht mir jetzt schmackhaft und ich kaufe. Ja, eben, ne? So, im Zuge, um nochmal die Brücke zu schlagen zu Cannibal Holocaust, wurde da auch ein Film beworben von wegen nicht lachen, Leute, Emmanuel in Amerika. Man kennt die Emmanuel-Filme ja halt eher als so kleine soft-erotische pornografische Schmuddelfilmchen. Aber hier soll es anscheinend auch ins Kannibalen-Genre halt mit reingehen. Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe es noch nicht gesehen. Ist immer noch eingeschweißt. Ich streut mich ja dagegen, das auszupacken. Ja, du bist ja ganz schlimm drin. Ne? Ist vielleicht dann, vernünftig, aber... Dann hoffe ich halt immer, dass ich irgendwann mal einen ausgepackten irgendwo auf dem Trödelmarkt finde, was relativ unrealistisch ist, um da mal dann reinzugucken. Aber ist ausschließlich für den Verkauf in Österreich bestimmt. Heißt, er ist uncut, ne? Und vielleicht komme ich mal irgendwann in den Genuss, den zu gucken. Genuss ist ja auch immer so eine Sache, aber da kommen wir zu einem anderen Film später noch zu, von wegen Genuss. Emmanuel in Amerika, ich glaube, da heißt auch noch irgendwie anders, irgendwie hat Black irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind halt solche, wo sich Genres dann halt so mischen, ne? Verschmelzen. Ich habe nichts für diese soft-erotischen Dinger da, nie was übrig gehabt, keine Ahnung. Ist mir dann alles, was da schon wieder neugierig war. Und, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Als 12-Jähriger ist es spannend, auf Vox damals noch. Man weiß durch es. Mit einer Nacht man weiß es, ich habe aber nichts über dafür. Okay. Emmanuel. Jeder kennt die Emmanuel-Videos, die Bill Murray unter seinem Bett versteckt hat in Ghostbusters 2. Gut. Dann kommt bei mir ein alte Schmonzette, und zwar Blutige Seide. Eine Blu-ray habe ich hier, auch so ein bisschen so retro gezeichnetes Cover. Und ich habe ja, oder wir haben ja generell auch ein Faible für die älteren Filme. Und deswegen musste der auf jeden Fall mit. Auch noch nicht geguckt, hätte ich neulich auch aus Versehen fast nochmal ein zweites Mal gekauft. Ja, hast du, glaube ich, auch in der Special-Folge. Ja. Stimmt. In der letzten Special-Folge. Und wie gesagt, sehr, sehr cool. Kommt auf jeden Fall auf die Liste der Sachen, die demnächst mal geguckt werden müssen. Und von Di Mario Bava. Mario Bava auch mal. Sehr großer Mann. Sehr großer italienischer Mann. Ende. Ja, genau. Also da werden wir vielleicht nochmal irgendwann was zu sagen, so ein Update, wie wir es fanden oder sowas. Ja, aber auf jeden Fall sehr cool, war auf jeden Fall auch bei der Börse mit bei. Hm. Doch, schön. Ja, sehr schön. dann gehe ich sofort hier rüber. Wo wir noch im Kannibalen-Genre halt hacken geblieben. Also ich zumindest. Was ich sagen muss, dadurch, dass ich diese Filme halt nicht... Den habe ich gesucht, der jetzt gleich kommt. Aber hier diesen Emmanuel-Gedönster, den hatte ich nicht gesucht gehabt, habe den einfach gekauft über Amazon. Der kam auch über 18 Ecken, ist ja auch scheißegal. Und das Schlimme ist dann war bei der letzten Filmbörse in Neuss, da lag der da für 8 Euro. Du denkst dir so... Du hast so einen Aufriss gemacht. Hättest du ja auch klemmen können, weißt du? Ja, aber das ist... Kennt ihr das, wenn ihr seid, also wenn ihr das halt kennt, wenn ihr selbst auch Sammler seid, von was auch immer, dass man dann irgendwie eine bestimmte Sache sucht und sucht und sucht und sucht, man findet es irgendwie nicht. Und da komme ich später noch ganz groß drauf. Und dann ist es halt so, dass du dann denkst, ja, okay, komm, dann bestelle ich das jetzt doch voll kompliziert von da und da und da und dann irgendwie 2 Wochen später so gefühlt, siehst du es überall. Ja, ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Brainfuck. Und hier, The Mountain of the Cannibal God. Ist auch noch eingeschweißt. Ist auch noch eingeschweißt, ist aus England. Ich werde den auch eingeschweißt lassen, weil ich bescheuert bin. Ist auch so eine Kannibalengeschichte. Das ist halt eigentlich, der wurde auch wärmstens empfohlen bei Searching for Cannibal Holocaust, weil die da mit Ping-Pong-Bällen in den Augen halt, damit die Augen halt hervorstellen, damit das so, so bescheuert halt aussieht. Da bin ich eigentlich wirklich drauf gespannt auf Mountain of the Cannibal God.
wenn ich ihn irgendwann noch mal so in die Hände bekomme, dann, aber der bleibt erstmal so, wie er ist, weil ich das halt auch ganz, gerade weil der aus Großbritannien halt auch ist. Und man ist ja auch bescheuert. Ja, es ist wirklich cool halt. Ne? Ihr werdet jetzt auf YouTube die Tage oder morgen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das jetzt rauskommt. Aber ja, müssen wir halt nochmal gucken, wann wir das jetzt schlussendlich rauswerfen, aber das, da vermerkt ihr ja quasi nichts. Nee, das ist unser. The Mountain of the Cannibal God. Ja. Ursula Andress is the slave of the Cannibal God. Das heißt ja schon wieder einiges. Hervorragend. Ne? Ich habe hier, den haben wir tatsächlich schon geguckt, den nächsten, und zwar The Stylist. Da trinkt man auch warmen Kaffee im Sommer. Ich habe mir was Kühles gemacht. Also The Stylist, auch ein Mediabook, auch ein sehr nices Cover, wie ich persönlich finde. Haben wir neulich schon geguckt, war auf der letzten Filmbörse mitgenommen. Und ich fand den echt nicht schlecht. Es war jetzt kein Film, wo man sagt, voll herausragend. Aber dafür, dass ich mit keinerlei Erwartung da dran gegangen bin, war der dann doch. Herrlich. Dafür, dass ich gedacht habe, ach herrje, mal sehen, was das wieder ist, so außer Lamengen mitgenommen, weil ich das Cover cool fand, weil ich irgendwie, ich lese auch ab und an mal so den Klappentext tatsächlich und guck, könnte das was sein, und den habe ich halt wirklich so ohne Vorkenntnis und alles mitgenommen, und dafür war der echt sehr solide. Doch, da war ich gut eigentlich. Das Mädel hat mir auch ein bisschen leid getan, also man fiebert schon mit unserer Protagonistin halt auch mit. Mhm, doch, definitiv. Also empfehlenswert auf jeden Fall. Wie gesagt, hier The Stylist, eine Empfehlung. Wer vielleicht den noch nicht kennt, schaut da gerne mal rein. War verhältnismäßig ein Top-Film. Also ich habe in den letzten Tagen schon Schlimmeres gesehen. Ja, vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, oftmals ist dann, wenn ich dann sowas so außer Lameng mitnehme, dann ist das ja meistens ein Griff ins Klo. Wenn ich habe da so ein Talent für. Ja, aber eigentlich ist das Ungewöhnliche daran. Du nimmst etwas willkürlich mit. Und das ist gut. Wenn du aber sagst, boah, ich suche den und den Film. Ja. Du in deinem speziellen Fall. Ja. Ach, boah, ich suche den Film. Dann holt man den Film, dann guckt man den und dann. Naja. Nicht so begeistert. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt aus meiner Box gefischt. Aus deiner Box gefischt. Was haben, ach so, das war das. Ja. Du hast sie mir entrissen. Ja, weil bald ist ja auch schon wieder, ne? Ja, macht euch Gedanken. Black Christmas in einem wundervollen Mediabook. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Film, wir haben einen Black Christmas hier, ich weiß aber nicht, ob es da irgendwie ein Remake oder ob das der ist. Da müsste ich mich auch nochmal näher mit befassen. Weil ich habe mich mit Black Christmas eigentlich großartig nicht befasst, keine Ahnung. Weil den wir gesehen haben, ich glaube, das war auch geschnitten. Das kann sein. Der war jetzt nicht so doll. Deshalb Mediabook kaufen, weil man den Film schon kennt, möglicherweise und für schlecht befunden hat. Deswegen kauft man ein 70-Euro Mediabook. So läuft das bei uns. So teuer war das nicht. Nein, war auch nicht so teuer. 60. So. Aber das Cover sieht schon nice aus. Ja, man lässt sich halt verleiten. Man macht, ach komm, wir haben noch was über. Anstatt hier zu sagen, ach nee, komm, wir sparen mal was hohe Kante. Dann holt man sich so was. Ja. Black Christmas. Black Christmas, von wann ist der? Daraus kann man ja auch schon viel schließen. Ne? Ja. Steht nicht drauf, aber egal. Siehste. Ne? Hervorragend. Wir werden uns das dann irgendwann mal. Ja, also ja, ihr seht halt, viele Sachen müssen wir einfach jetzt noch, wie gesagt, Freizeitmangel in letzter Zeit. Ja, aber wir müssen uns halt noch viel reinziehen. Aber einiges haben wir auch schon geguckt und einiges haben wir halt auch schon im Podcast verarbeitet. Wie unter anderem der The Ice Cream Truck. Oh ja. Hört gerne The in die Folge rein. Haben wir hier auch ein schickes Mediabook, was ich auch finde, so ein bisschen schön aufgemacht, so mit diesem Retro-Ice-Cream-Truck drauf und dieser Vorstadt so im Hintergrund dann zu sehen ist. Er war durch, also ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt, aber im Einzelnen dazu könnt ihr gerne unsere Podcast-Folge horchen. Ja, bitte. Um mal hier ein bisschen die Spannung aufzubauen. Und ja, auf jeden Fall einer, den wir schon geguckt haben. Und ja, hört gerne rein. Ne, ist jetzt keine Perle des Unterhaltungsmediums, aber es ist okay. Ja. Hier bricht gleich alles zusammen, ne? Kein Problem. Egal, macht ja nichts. Ich greife mal hier oben rein, ich weiß nicht, was da kommt. Ach ja. Ach ja. Ja. Halloween Kills. Ja. Halloween Kills. Musst du natürlich mit in für die Hörer auf dem Podcast. Es ist eine Blu-ray. Ja, es ist halt so, das ist, glaube ich,
übelstes Bootleg, aber ist auch egal. Halloween Kills. Klapper. Es ist schade. Es ist halt wirklich schade. Für mich ist es wirklich schade, weil dieser Neuanfang oder diese Neuinterpretation, aber dieses Weiterdenken mit Jamie Lee Curtis, ne, als alte Dame und so weiter. Und das haben die in diesem Neuen halt so gut gemacht, meiner Meinung nach, ne? Und ja, der zweite, also dieser Nachfolger war schon sehr schwach. Die Idee war aber auch gut. Die haben eine gute Idee gehabt, die ganzen Blagen von damals aus den 70er Jahren ins Boot reinzuholen, ne, mit Tommy Doyle und diese alle heißen da. Diese Ansätze, das Alte alles reinzuholen. Richtig gut, aber weißt du, wo ich glaube, woran das liegt? Dass zu viel los ist. Dass zu viel Gewusel dann ist. Hast du da diese geballte Menschenmasse in diesem Krankenhaus, wo die dem anderen noch hinterherjagen, was todtraurig ist, weil die den da in sein Unglück stürzen, diesen anderen. Ja, genau. Ne? Es ist klar, worauf die hinaus wollen, von wegen hier dieser der Mob, ne, der einfach drauf geht, ohne irgendwie zuzuhören und so, ne? Alles cool. Es ist ja auch so, Menschen sind fürchterlich und alles, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Man weiß halt, worauf man hinaus wollte, aber ich glaube, es ist insgesamt zu unruhig. Es sind so viele, dann ziehen die los, Michael zu suchen, dann ist da im Krankenhaus der Mob, dann sind die da unterwegs, dann ist dort, also. Ich meine, man wusste ja, weil die ja auch schon vor Jahren gesagt haben, dass es dann noch ein Halloween geben soll, war natürlich klar, dass er jetzt nicht das Nonplusultra, Michael wird hier niedergeprügelt, alles. Er wird schon niedergeprügelt, aber trotzdem ist Michael, ne? Ja. Aber die haben es halt, meiner Meinung nach. Weißt du, ist das auch so, das ist auch wieder, wo jetzt ich persönlich sehr zwiegespalten ist. Ich finde ihn nicht gut, aber ich finde ihn auch nicht grottig. Das ist ich auch schon wieder so. Ich habe schon noch eine Chance gegeben. Wir haben ihn schon zweimal gesehen. Es ist halt wirklich, ich bin zwiegespalten, weil ich auch zum Beispiel die Schauspielerin mag, die halt die Tochter von Jamie Lee spielt. Ja, ist da alles gut und schön. Und die Enkelin, ich mag die Charaktere halt auch, aber natürlich, weil sie auch in dem vorherigen Teil neu eingeführt worden sind und so, und weil ich die Schauspieler halt auch sehr gerne mag. Aber es ist halt auch schwierig, ne? Es ist viel los in dem Film, es ist viel Gewusel, es sind viele Schauplätze. Es sind gute Momente dabei, zum Beispiel, ne, dieses, was einem super leid tut, dieses arme schwule Pärchen dann da in Die waren ja auch Meyers da. Haus, ja, die halt super sympathisch sind und dann da irgendwie. So schlecht war der Film. Und sowas, also es gibt halt auch super gute Momente, aber irgendwie im Gesamten zu unruhig. Das ist, glaube ich, mein Tenor. So, wie ich jetzt schon tausendmal gesagt habe. Aber wollen wir jetzt einfach mal weiter? Ich glaube, wenn halt wirklich der Zeitpunkt kommt, wo diese drei Filme alle da sind, wird das der Teil sein, den man wahrscheinlich immer überspringen wird. Das kann sein. Aber da muss man jetzt darauf hoffen, dass die bei Halloween Ends wirklich nochmal einen Knaller und alles geben, sag ich jetzt mal. Halloween Ameisen. Die Ameisen. Da. Chaka. Aber ich greife jetzt. Das wird Halloween kurz. Genau. Ich greife jetzt in meine Box und es ist wieder ein Mediabook und zwar Possession mit Sarah Michelle Gellar. Ich glaube, der ist jetzt nicht auch zu verwechseln mit dem anderen Possession hier, ne, mit dem. Genau. Es ist eigentlich so ein Thriller, sag ich jetzt mal, so ein bisschen mystisch angehaucht. Haben die aber auch nicht irgendwie konsequent bis zum Ende verfolgt, wie ich finde. Das war wieder so ein Film, wo ich nach langem mal wieder eingeschlafen bin. Also ich fand, es war auch so ein solider Thriller, der halt auch spannend war, den man auch gut an sich so gucken konnte, mal so zwischendrin. Habe ich halt auch auf einer Filmbörse geholt und auf der letzten, glaube ich, sogar. Und cool, aber jetzt auch nicht überragend. Also wenn ihr mal Bock auf sowas habt, dann holt euch die normale DVD oder Blu-ray oder so. Das Ding ist, da wir große Sarah Michelle Gellar-Fans sind. Ja, definitiv. Ja, ist so. Ja. Hut ab, die Frau. Ich mag sie sehr gerne als Schauspielerin. Und deswegen musste ich mich hinreißen lassen. Hast du bezirzen lassen? Das sowieso. Brumsen? Nein, das kannst du jetzt so nicht sagen. Ich gehe jetzt mal hier rüber, weil das bei Weekend of Hell gab es einen Stand, der halt Lose verkauft hat. Und anhand dieser Losnummern hat man halt Preise bekommen, was natürlich auch Sinn macht, dieses Konzept. Weil ja. Da war dann der Film, wie heißt der überhaupt?
The Entity. Ja. Sie nicht hin. Nö. Nö, machen wir auch nicht. Tschüss. Ich halt eine Blu-ray. haben wir noch nicht reingehört, reingehört, vor allen Dingen reingeguckt. Aber geschenkt und Gaul, ne? Ja, aber das ist doch gut. Ne? Ja, ist doch gut. Ja, aber komm, ne? Sieh nicht hin, könnten wir uns vielleicht mal zu hinreißen lassen, hinzusehen. In einer schwachen Bierlaune kann man sich dem mal hingeben. Ja. The Entity. Ein Gewinn. Regisseur Schuld erzeugt gekonnt eine Atmosphäre der ständigen Bedrohung. Von wer hat das gesagt? Twitchfilm.com. Na, dann ran an den Speck. Wenn die keine Ahnung haben, wer dann? Wenn die keine Ahnung haben, wer dann? Ja. Dann hätte ich auch noch mal eine Blu-ray für euch, und zwar A Quiet Place 2. Ja. Hatten wir letztes Jahr auf der Filmbörse gekauft, ich glaube im September. Was, Filmbörse? Ich meine, das ist eine Filmbörse gewesen. Quiet Place, klar, den ersten Teil ist klar, und jetzt den zweiten Teil haben wir auch mittlerweile schon geguckt auf jeden Fall, und ist auf jeden Fall schwächer auch als der erste Teil. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, ist schon ein Weilchen her wieder. Aber durchaus solide, spannend gemacht, man fiebert trotzdem mit, also von daher ein guter, durchschnittlicher Film. Also jetzt, der erste war wesentlich besser, wie ich finde, persönlich. Wie gesagt, mein Kritikpunkt an A Quiet Place ist generell: Warum muss ich Kinder zeugen, wo ich genau weiß, dass Kinder einen Heidenlärm machen und das war ein Unfall, Mensch. Die Monster durch Heidenlärm angelockt werden? Ja gut, passiert mal, ne? Was willst du machen? Tschüss. Sie sind dran. Ich bin dran. Ich weiß gar nicht, hatten wir den nicht in Dings gehabt? Das weiß ich nicht, der war jetzt da auf dem Stapel mit bei. Ist auch egal, ich mach's trotzdem nochmal. Eine Empfehlung eines Arbeitskollegen, eines sehr guten Arbeitskollegen. Ne? Genre untypisch, McQuaid, der Wolf, ne? Mit Chuck Norris. Der Chuck. Noch nicht reingeguckt. Tut mir leid. Der gute Chuck. Ist wahrscheinlich ein Bombenfilm, ne? Chuck. Entschuldigung fürs Schlürfen. Ja. Chuck Norris Filme, ne? Ach ja, Chuck ist halt eine Legende. Auf jeden Fall kann man jetzt sagen, hey, wir haben Chuck Norris Filme, also Film in unserer Sammlung. Juhu! Ne? McQuaid der Wolf. Ja. Ach, ab und an muss man da auch mal mitgehen mit solchen Sachen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auch hier sowas wie Bloodsport und wie heißt der andere da nochmal hier? Ja. Der Karate-Tiger mit Jean-Claude Van Damme und alles da. Ne? Kleine Karate-Skills ja auch. Natürlich alles solche, wo man mit groß geworden ist und deshalb dann für gut befindet. Ja, finde ich sehr gut. Ich komme jetzt mit was Altem an, und zwar die Trilogie von Der Schrecken vom Amazonas. Wer uns und unseren Podcast schon etwas verfolgt, weiß, dass ich seit letztem Jahr extremer Schrecken des Amazonas-Fan geworden bin. Vom Amazonas. Also es ist hier so ein kleiner Schuber. Und da sind eben diese drei Teile. Sehr selten tatsächlich zu bekommen. Drin. Das Ding. Und freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Ist halt auch von diesen Gruselklassikern, ne? Da haben wir halt auch hier schon alle haben ne? die ganzen anderen Sachen. Dracula, Frankenstein, Wolfsjunge und diese alle der heißen. Unsichtbare der unsichtbare Wolfsjunge. Genau, diese ganzen Sachen. Und das ist quasi von dieser Aufmachung her, passt es eben dazu. Und da konnten wir definitiv nicht Nein sagen. Und da freue ich mich auch sehr. Weil es halt wirklich super selten ist. Weil's, und an dem Stand, kann ich ja gleich sofort übergehen, dann habe ich auch... Ich wusste jetzt nicht, in welcher... Doch, ich dachte, er war weiter hinten. Nein, der ist hier vorne, liegt sofort vorne an. Ich kann den Preis jetzt überdecken. Ich weiß gar nicht, ob das der Preis war, der drauf war. Auf jeden Fall ist er immer noch eingepackt und der bleibt auch eingepackt. Und zwar das supergeile, ich liebe dieses Mediabook, dieses weiße mit dem brennenden Bären vorne drauf, von Midsommar. Midsommar, sehr geiles Brett von einem Film. Ich weiß, verurteilt mich, aber ich mag Ari Aster, ne? Also. Das ist ja sowieso Geschmackssache, ne? Ja, aber trotzdem, es gibt ja Menschen, die immer noch darauf pochen, dass das ein schlechter Regisseur ist. Kann ja auch deren Meinung bleiben. Ist ich wollte gerade sagen, ja. Ich mag ihn. Midsommar ist super. Total. Wunderschöne Bilder. Das stimmt. Farbenfroh. Bildgewaltig. Und dann
Doch, super. Super schön gemacht. Super, ja. Super schön gemacht. Dieses Mediabook ist fantastisch. Guck bei diesem Mediabook mal bei eBay, was die, ne? Da spuckst du hin. Midsommar. Super Teil. Super geil. Riesenfan. Ja. Klar, man kann nicht einfach sagen, ach komm, wir fahren Midsommar, ja komm. Ne? Das, so läuft das nicht. Ne? Nee. Nee. Da muss ich auch eine Basis schaffen, um Midsommar zu gucken. Eine Basis. Laube. So, das nächste, was ich glaube, ich habe dich damit verrückt gemacht. Weiß ich nicht. Was denn hat? Es gibt. Ich lehne mich schon mal zu. Die Trilogie The Demons. Wo drin ist Dance of the Demons, Dance of the Demons 2 und Dance of the Demons 3. Diesen dritten Teil, muss man dazu sagen, gibt es unseres Wissens nur in dieser Trilogie. Einzeln kriegst du nur diesen ersten und den zweiten Teil. Den ersten Teil oder zweiten, das ist ja auch sowas, wo sich die Geister scheinen, welcher Teil zuerst ist. Ja. Einen Teil hatten wir auf jeden Fall schon besprochen. Genau. Und es ist verrückt. Ich bin verrückt geworden. Ich wollte halt unbedingt diesen dritten Teil haben. Und dann habe ich endlich mal diese Trilogie jetzt hier ergattert. Ist halt auch in so einem Schuber drinne und vorne an diese goldene Schrift mit dieser Demons-Maske halt drauf. Und ich freue mich da richtig, richtig doll drüber einfach. Und das war auch das, wo wir eben Midsommar, also nicht der gleiche Stand, aber das war der Tag an der Börse, wo wir auch Midsommar das war einer der Schreckenbox gekauft haben. Einer der richtig guten Filmbörsentage, ja? In Neuss. Also das war gut gemacht. Weil da die da zum ersten Mal nach Corona, ja, eine Filmbörse wieder ins Leben rufen konnte, genau, die halt komplett draußen stattgefunden hat. Und es war ja auch super geiles Wetter gewesen damals. Ja, das muss September letzten Jahres gewesen sein. Und da hatte man richtig Glück mit draußen, mit den ganzen Ständen. Es waren viele Händler. Die Händler hatten Bock gehabt, die Leute hatten Bock gehabt. Ja. Und deswegen. Das hat sich richtig gelohnt, Leute. Das war richtig. Genau. Also das war auf jeden Fall die Top-Funde von dieser einen Filmbörse. Auf jeden Fall richtig nice. Top-Funde. Die Top-Funde. Die Topf-Funde. Ja. So, weiter geht's. Mhm. Dann gehe ich hier mal sofort rüber. Das war aber auf dem Weekend of Hell letztes Jahr gewesen. Und zwar, ich meine, jeder kennt ihn, ne? Und jetzt wollte ich ihn auch mal unser eigenen, die Klasse von 84, ne? Noch nicht geguckt. Nee. Aber. Sieht man überall immer? Ja, sieht man überall. Und natürlich Red Edition. Ich bin ja auch noch immer ein kleiner Red Edition Sammler. Wenn man da irgendwie was Lustiges haben kann, immer rein in die Einkaufstüte. Ne? Wunderbar. Klasse von 84. Uns gehört die Zukunft. Stoppt uns, wenn ihr könnt. Ja. Das ist doch eine Aussage. Niemals. Klasse von 84. Ja. In der Red Edition. Ne, für die Podcast-Hörer. Ja. Wie gesagt, ich würde gerne was dazu sagen, kann ich aber nicht, weil ich den Film nicht kenne und F ihn auch noch nicht geguckt habe. Genau. Ja, das ist dann halt so ein Ding, das sieht man dann immer und irgendwann übermannt es dann einen. Und man nimmt es dann doch mit. Hm. Ja, weil es auch gar nicht war, glaube ich, 4 Euro oder so. Ja, mein Gott. Alles cool. So, meine Box gibt, wir haben den auch noch nicht geguckt, einmal wieder ein Mediabook. Strange Dreams. Hat sich halt auch ganz cool angehört. Ist halt in so einem, das Cover in so einem lila Pinkton gehalten. Sieht ganz cool aus. Geht halt irgendwie, ne, um diverse Träume und sowas. Forschungsgruppen Nachtruhe. Hört sich doch nicht schlecht an. Forschungsgruppen Nachtruhe. Ja, hey, das sagt auch schon Schlagwörter, die, ne, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall bin ich da auch nochmal sehr gespannt. Steht demnächst auch auf der Liste der Filme, die mal zu schauen sind. Und ja, wie gesagt. Ja, wie so viele andere Filme eigentlich auch noch. Aber egal. Ja, das war auf jeden Fall noch in meiner Box. Gehe ich in meine Box wieder rein? Du musst in deine wühlen. Genau. Wie man mitgekriegt hat aus diversen anderen Videos oder sowas, bin ich ja ein leidenschaftlicher Sammler von Marie Andorra. Und natürlich durfte dieses Werk jetzt ja auch nicht fehlen. Es ist einmal der Pesthauch der Menschlichkeit und das Verlangen der Maria D. Ne? Noch nicht reingeguckt gehabt. Aber Marie Andorra, man weiß, worauf man sich einlässt. Ne? Ist halt immer ein bisschen
Nische, wie man so schön sagt. Ne? Oh, die kleine Nische. Kleine Nische. Ja. Ganz hervorragend. Aber man da auch, der kocht auch nur mit Wasser. Also die Reise nach Agathis oder sowas war jetzt auch nicht so großartig toll. Ne? Also, naja. Melancholie der Engel ist halt, weißt du, das Ding ist, diese Filme gehen halt super, super lange. Ja. Mm, yeah. Und man denkt wunders, was da für künstlerisch wertvolle, klar, der Regisseur sieht da was künstlerisch wertvolles da. Ich möchte ihm das auch gar nicht niederprügeln. Ja. Aber trotzdem, leidenschaftlicher Sammler. Ne? So ist das nun mal. Machst du nichts dran? Nee, gar nichts. Jetzt kommen noch Kannibalen dazu. Ja, das ist halt so, ne? Man findet irgendwie immer was, das hört auch irgendwie so gefühlt nie auf. Jetzt mit Chuck Norris auch noch angefangen. Oh, furchtbar. Wir hätten, das war mal ein Kauf oder ein Fund, was man mal so mitgenommen hat in dem Saturn. Und zwar Edition des Gruselfilms. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das im Saturn war. Ich weiß es auch. Ich weiß es ganz genau. Da vorne drauf ist eine Abbildung eines Draculas. Und wir hätten hier mehrere Sachen mit drin. Zum einen, das Grauen kam um Mitternacht. Dann die Wespenfrau, dann das Vermächtnis des Professor Bondi, dann der kleine Horrorladen, dann Schloss des Schreckens, dann das Raubtier und Velocity. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall mehrere Filme in einer Box. Mich interessiert ja die Wespenfrau. Ja, voll. Ne? Und sehr gespannt und müssen da auf jeden Fall auch noch reingucken. Wir haben ja immer mal wieder so Sachen, wo man so alte Schinken guckt. Ah, alte Sachen sind so geil. Hast du ja vielleicht auch noch, den hatten wir auch. Ja, den hatten wir auch schon. Grandios. Ja, hau sie rein. Dann gehe ich hier über zu einem Mediabook wieder von The Slumber Party Massacre. The Slumber Patam Pater Party Massacre. Slumby Slaughter Massacre. Gab es jetzt jahrelang nicht auf Deutsch. Muss man halt, deine Kiste kippen. Nicht auf Deutsch, muss man sagen. Und jetzt endlich gibt es das Slumber Party Massacre auf Deutsch. Ein wunderschönes Mediabook. Ich finde das ja, das ist ja, das heizt ja schon an beim aufs Bild gucken. Ey. Mein Gott. Oh, herrlich. Aber das kann ja auch nur wieder Nonsens sein. Was ich einreite in den schönen 80er Jahren. Ja, herrlich. Die 80er sind ja auch so eine Hochburg gewesen, ne, für sowas. Naja, die treffen sich 5 Mädels, kommt ein Killer vorbei. Was alltäglich ist? Ja, das passiert halt schon mal, ne? Also willst du eine Schlabbernzugparty machen, zack, ist der Killer mit dem Bohrer da. Ja, ja. Machst du nichts, ne? Gott. Also an alle Mädels, wenn hier irgendwelche Schlabbernzugpartys, ne, dann haltet schon mal die Macheten bereit. Ey. Um jetzt einfach mal kurz bei alten Sachen weiterzumachen, wühle ich mal kurz in meiner Box ein bisschen. Da ist da noch drauf. Ja, das stimmt. Ja, Gott. Warte, vielleicht kriege ich den noch ab hier. Ich habe ihn abgepult. 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 Und zwar, ein Toter spielt Klavier. Es ist auch ein Mediabook, ein süßes Cover, muss man sagen. Und den haben wir, der ist zwar hier noch eingepackt, aber wir haben den neulich schon einmal geguckt. Du glaubst auch auf Amazon Prime war es, glaube ich. Ne? Genau, haben den geluschert und nice, richtig nice. Ich war am Ende richtig, what? Da kam echt nochmal so ein... es kommt ein Plot-Twist nochmal. Genau, der Plot-Twist kam hervor. Ich habe das ziemlich gefeiert, also empfehlenswert. Alte Schwarz-Weiß-Filme, I love it. Und der ist wirklich sehenswert. Ich glaube, der war auf Sky. War der auf oder Sky? Auf wow, heißt es doch jetzt. Auf jeden Fall hatten wir den eben uns digital gestreamt. Aber nichtsdestotrotz, der Kauf war auf jeden Fall lustiger wert. Und wie gesagt, zum Schluss kam da echt nochmal ein Plot-Twist raus und ich habe es sehr gefeiert. So. Der Plot-Twist. Der Plot-Twist. Wo wir gerade über Schalten Inken sind, alten Schinken sind, einer, der mein letztes Jahr verändert hat. Ja, das stimmt. Im positiven Sinne. Was glaube ich keiner nachvollziehen kann. Er ist gut, er macht auch Spaß zu gucken, aber dass du da so drauf abfährst. Und zwar ein grandioser Film.
Augen ohne Gesicht hat meine Geliebte mir zum Geburtstag geschenkt. Oder was war das? Was sagt deine Frau dazu? Ja, ja. Ja, Geburtstag. Ne? Geschenkt. Und es ist ein grandioses, es ist immer noch eingepackt. Ne? Kann den Film trotzdem gucken, weil er irgendwo... Ja, irgendwo gab es den auch. Ja. Ist auch scheißegal. Grandioser Film. Augen ohne Gesicht. Ja, es ist... Ich brauche gar nicht viel sagen. Augen ohne Gesicht. Der Titel sagt unnütze alles. Unnütze Hunde unten im Keller. Nee, das versteht niemand so genau. Ne? Ne? Die Hunde? Das, es macht vielleicht nicht immer alles Sinn. Alles. Aber ich finde den Film super. Ich finde den Film echt gut. Von wann ist der? Steht da drauf? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auch ohne Gesicht. Außergewöhnlicher Film, wenn das schon draufsteht. Aber es stimmt ja auch. Ja, ist ein super Film. Auch ohne Gesicht. Herrlich. Ja. Ich würde gerne was zu den Schauspielern sagen, nur man kennt sie halt. Das ist ein französischer Film, ist das übrigens sogar. Ja, die Franzosen haben sie auch nicht mal. Naja. Im positiven Sinne, nur im positiven Sinne. Nein, ich mache nochmal bei alten Sachen weiter. Da habe ich mich auf jeden Fall leiten lassen vom Titel. Ja? Und zwar, wer kann da schon widerstehen, wenn der Titel heißt, wenn der Titel heißt Monstermann verbreitet Schrecken. Leute, ich liebe es. Obwohl ich den anderen besser, noch besser. Ja, ja, das stimmt. Und ich musste es mitnehmen. Es ist auch hier in so einer kleinen... So ein Schuber. Genau, in so einem Schuber halt drin, in so einem Pappschuber. Und sehr schön bunt koloriert das Cover. Und genau, aus der Classic Schiller Kollektion ist das Ganze. Und sehr nice. Und das musste einfach des Titelwings mit. Es ist auch noch eingepackt, noch nicht geschaut, aber wird auf jeden Fall nachgeholt. Verrückt. Ja, sehr, sehr verrückt. Bin ich dran wieder? Du bist dran. Dann gehen wir jetzt, was vielleicht viele nicht nachvollziehen können, aber eine grandiose, eine grandiose Reihe hat es jetzt endlich geschafft, in einer Komplettkollektion zu erscheinen. Mega. Natürlich gab es da jetzt auch verschiedene Mediabooks und alles klar. Da, ne? Jeder einzeln und so weiter und so weiter. Aber man hat ja gerne auch kompakt alles mal griffbereit, zur Hand gerne. Ich rede hier, wie als würde ich was verkaufen. Ja, wir wollen es aber behalten, Spatz. Wir wollen es gerne behalten. Und zwar ist es halt die Wrong Turn Kollektion. Ja. Ne, completely mit dem grandiosen letzten Teil. Die Wrong Turn Reihe. Ist eine wunderbare Reihe, wenn man sich auf sowas einlassen kann, wenn man... Ach komm! Spielt doch. Ja, ne? Spielt doch. Ne? Weil es wirklich. Ja. Der erste Teil hat ja immer noch Hand und Fuß. Ja. Ich finde, der zweite, der ist auch. Also, es sind ja auch schon klar, paar Teile, aber dabei, irgendwann die noch... reiht sich einfach nur, okay, es muss grausamer, grausamer, grausamer. Irgendwann ne? so, ne? Aber es ist trotzdem. Es ist Freitag, der 13. der Neuzeit. Ein bisschen schon, ne? Ne? Und es ist ja auch wieder so ein schönes, wattiertes Mediabook mit viel, viel Booklet mit in der Mitte. Lesestoff auch, ne? Und alle Teile ungeschnitten hier drin. Ja, richtig cool. Da konnten wieder wir einfach nicht vorbeigehen. Ein Geschenk von Nameless, die sich sowas ja annehmen halt. Die hatten ja auch schon die ganzen tollen Evil Dead Media Books gehabt. Ja. Man kann auch sagen, ja, die melken die Kuh bis zum Erbrechen, aber. Ich muss es ja auch nicht kaufen. Ich wollte gerade sagen, ne? Man muss es ja nicht kaufen, wenn ich da nicht für bin, aber für alle Fans ist es halt einfach was Nettes. Ich bin dankbar für Nameless, weil die schon viele, viele, tolle viele Sachen. Gute Sachen haben. Die hatten ja auch zu einem Weekend of Hell, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, auf jeden Fall vor dem großen C, von Hostel, extra so eine Weekend of Hell Edition rausgebracht, was halt auch ziemlich, ziemlich cool halt ist. Ja. Man halt auch wirklich nur auf dem Weekend of Hell bekommen hat. Genau. Es sei denn, jemand, der auf dem Weekend of Hell war, verkauft es halt wieder. Genau. Und dieses Glück hatte ich gar. Da-da. Ja. Auf jeden Fall Wrong Turn, die komplette Kollektion in einem wattierten Mediabuch, ungeschnitten. Sehr, sehr geil. Ja. Man kann von den Teilen halten, was man will. Ne? Ich sag selber bei vielen Teilen, das. Ne? Aber man weiß, worauf man sich einlässt. Genau, also man kennt die Filme, also dadurch, dass wir die Filme ja auch im Vorfeld schon kennen, haben wir das ja jetzt nicht irgendwie kopf- und blindlos gekauft. Ja, vor allem, weil es auch nicht, also im Endeffekt war es
billig, eigentlich, ja. Wenn man bedenkt, da sind 6 Filme drauf und ja. Ich glaube, 100 Euro ja, war das ja. Ding jetzt, ne? Und wenn man umrechnet, dann bist du irgendwie bei 20 Euro für einen Film. Mhm. Und das bezahlt man ja auch so schon fast. Ja, deswegen halt, ne? Ich fand es halt auch eine coole Aufmachung, so ein cooles Cover, wie ich finde. Das ist ja immer Geschmackssache, ne? Und es ist halt super schön einfach nochmal aufbereitet. Ja. Und deswegen, also viele können zum Beispiel auch nicht verstehen, warum sich dann halt Leute diese ganzen Zillionen, Tausend Mediabooks kaufen. Aber es ist halt schon etwas. Ne? Ich kann es verstehen, warum die es nicht kaufen. Ja, klar. Ne? Weil wenn du jetzt nur den Film einmal gucken möchtest, dann brauchst du das halt auch nicht. Das ist klar. Ne? Aber wenn man jetzt vielleicht noch Sammler ist, man mag das gerne, man findet die Cover schön irgendwie und dann ist es halt was Nices. Und wie gesagt, man muss es ja auch nicht kaufen. Es zwingt dich ja keiner dazu. Du musst es kaufen. Ja. Aber ich gehe nochmal bei dem Thema alte Filme. Das ist cool. Auf jeden Fall. Der Filmtitel ist Bombe. Ist der Filmtitel auch. Es ist reiner Filmtitelkauf. Ich sage nur, der Kopf, der nicht sterben durfte. Auch diese gleiche Aufmachung wie eben der andere Film. Monstermann. Der Monstermann, genau. Auch aus der gleichen Classic Chiller Collection. Auch so ein bisschen in diesem Schuber und auch so ein bisschen gezeichnet und sehr grell von den Farben halt dargestellt. Auch noch eingepackt, noch nicht gesehen, aber musste einfach mit. An dem Stand hätte ich mich tot kaufen können. Ich habe mich auf die beiden beschränkt. Das war bei der letzten Filmbörse in Neuss auf jeden Fall. Ist das mitgekommen und ich feiere das extrem. Ja, doch, doch. Das sind so Filmtitel, die muss man einfach mitnehmen. Ja. Und ich glaube, was sowas angeht, wird in den nächsten Jahren bestimmt noch mehr unser Regal schmücken, weil das ist schon ein bisschen geil. Bisschen geil. So, weiter geht's dann wahrscheinlich zu mir. Und zwar zu einem Film, wo man im Vorfeld gedacht hat oder denken könnte, okay, was kommt da jetzt mal rum? Ja. Ne? Wir hatten den auch schon gesehen gehabt, war letztes Wochenende oder davor das Wochenende. Ja, weiß ja, ich irgendwie so in dem Dreh. Und zwar geht es um den Film Lamp. Ja, schwierig. Es reiht sich eigentlich könnte dieser Film von Ari Aster sein. Eigentlich. Von dieser ganzen Machart, von den Bildern und alles da, weil das halt auch immer eine gewisse Ästhetik halt hat und so weiter. Und man versucht halt mit einer sehr ungewöhnlichen Situation etwas Normales halt darzustellen, was befremdlich wirkt. Ja. Wenn der Bruder dann kommt, ja, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann, der halt dann erstmal. Was ist denn hier los, eigentlich, ungefähr? Ne? Ja. Grandioser Film, Lamp, Mediabook. Das Cover ist auch schön. Interpretiert da rein, was ihr wollt. Ich habe gar keine Meinung dazu. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie. Ja. Aber es ist. Ne? Es ist wirklich, es lässt einen so ein bisschen, wie soll man sagen, man weiß halt nicht so wirklich, in welche, was man jetzt wirklich konkret dazu sagen soll, weil der Film an sich, obwohl der viele lang ausgespielte Szenen hat, obwohl der, wo man sagen könnte, okay, das könnte man theoretisch, wenn man es staucht, auch in der Hälfte der Zeit irgendwie, sag ich jetzt mal, ne, ganz dreist, aber natürlich die Länge, es wirkt ja dann auch immer und ne, man möchte natürlich alles so darstellen und sowas, ne? Es ist ein Ehepaar, was ein sehr zurückgezogenes, einsames Leben auf so einer Farm halt lebt. Ja, ich wollte jetzt nicht den Film erklären. Nein, wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte nur sagen. Und es ist jetzt aber in deren Tagesablauf, es passiert jetzt nicht ständig ein Highlight nach dem anderen, sage ich jetzt mal. Ja, man geht halt völlig normal mit der Situation, die halt entsteht im Laufe des Films, ganz normal und tut so, als wäre es das Normalste von der Welt. Ja. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, ihn zu gucken. Man muss ihn nicht mögen. Ich weiß selber noch nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Aber ich bin doch eher noch positiv eingestellt als negativ. Also ich finde ihn eher gut als schlecht. Also ich bin jetzt auch noch auf der Linie von wegen, okay, es könnte ein Ari Aster-Film sein. Ja. Also es ist halt wirklich, schaut ihn euch an und sagt gerne, oder falls ihr ihn schon gesehen habt, gerne auch mal schreiben, wie ihr den findet. Sind wir auch mal ein bisschen neugierig. Ja. Lamp. Auf jeden Fall. Genau. Ich gehe jetzt noch einmal in die alte Schiene, dann haben wir es auch da geschafft bei mir. Und zwar die Frösche. Auch ein Mediabook, die Frösche. Und der Preis war? Ne, 25. Müsste, glaube ich, auch auf der letzten Filmbörse in Neuss gewesen sein. Ich glaube, der fast letzte Kauf oder so, den wir da getätigt haben. Und also
Haben wir auch noch nicht gesehen, ist auch noch eingeschweißt komplett, aber Komplett eingeschweißt. Auch komplett eingeschweißt. Ein Regen, ja gut. Können wir daher noch nicht so viel zu sagen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh, das sind halt so alte Filme, die angeblich man halt nicht, von 72. Was man halt nicht so auf dem Schirm hat und dann genau, ist man also, umso überraschter, wenn man dann... So sieht's aus. Ne, bin ich, soll ich? Sie sind soll dran. Ich, was ist da denn hier? Ach so, ja. Jetzt geht's los. ich hatte mir, aber das hatten wir aber auch, glaube ich, in einem Börsenfund-Video halt, was wir noch rausgehauen haben, noch gemacht gehabt. Die Rede ist von dem Film Trauma. Trauma ist immer noch in unserem Besitz, ist auch immer noch eingeschweißt, weil ich davon ausgehe, dass dieser Film, der ist jetzt schon out of print, mit den ganzen Media-Books, böse gesagt, eine Geldanlage ist, die seinesgleichen suchen wird. Entschuldigung, ich lehne mich hier mal auf den Tisch drauf, deswegen wackelt es wahrscheinlich etwas. Ja, rappelt. Aber ich habe ihn eingeschweißt, ich habe auch gesagt, ich will das gar nicht sehen, das ganze Gedöns, aber die Neugierde ist dann doch größer als erwartet. Hatte mir, wo ich immer noch drauf warte, aber das ist ja bei Filmbestellungen immer so was bei mir, ich hatte mir eine Traumafassung aus Italien bestellt gehabt, weil ist mit Englisch und ist ungeschnitten. Reicht mir. Ich will ja nur mal wissen, was da so Spektakuläres dran sein soll. Ne? Hatte aber auf der letzten Filmbörse das Vergnügen gehabt mit dem Film. Ich glaube, der war auch nicht teuer, war irgendwie 7 Euro oder sowas. Als Blu-ray. Als Blu-ray zu gönnen. Ne? Und heißt demnächst, kommt ein italienischer mit Originalsprache zu mir nach Hause. Wer ihn käuflich erwerben möchte, also die Blu-ray, nicht das Mediabook, kann sich gerne bewerben. Bewerben? Nein, auf jeden Fall hatte ich den Film noch geguckt. Ich habe auch, ich habe gespult. Und so. Ich denke mir immer so, Dann wird dann so ein Aufriss gemacht. Also ich kann da leider nicht mitreden. Echt, okay, als damals ja der Serbe rauskam, der Serbian-Film, da konnte ich dann nachvollziehen, dass da wirklich gesagt wurde, boah, das kannst du eigentlich nicht machen, so war, na, das kannst du doch nicht bringen und so weiter. Und man hat halt versucht, das alles mit den Kriegsgeschehnissen zu erklären und da und alles. Und das hat man hier halt auch meiner Meinung nach das besser dargestellt als bei dem Serben. Weil bei dem Serben habe ich auch einfach nur Spul gemacht. Das hat man hier. Hallo? Ich muss nur mal kichern kurz. Ist aber nicht der Film eigentlich, wo man kichern. Ist auch egal. Entschuldigung. Auf jeden Fall haben die das da besser dargestellt, dass man halt durch Kriegsgeschehnisse sowas halt besser näher gebracht bekommt. Und aber was jetzt die Härte angeht, weiß ich nicht, ob man da so ein Fass aufmachen muss. Okay. Ne? Gut. Hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, diese ganzen Rape and Revenge-Filme sind sowieso nicht unser Ding. Ne? Und aber wenn man gerade diesen Revenge-Part, ne? Glaube ich, ist der bei I Spit on Your Grave viel Krasser. Besser okay. dargestellt, wenn sie sich rächt an den ganzen und dann kriegen die da von Tauben die Augen ausgepickt und alles oder was. Ist auch scheißegal. Dieser Revenge-Teil hier dran ist nix. Ist nix? Müll. Weil es hört sich immer doof an, ne? Aber dieser böse Mann, der macht das aber auch noch gut. Das sind dann immer so, weil eigentlich willst du diese Menschen nicht. Natürlich nicht. Letzte Drecksviecher, ne? Aber alleine durch gewisse Aktionen, denkst du, boah, krass. Egal, so, das ist mein Trauma. Der Exkurs zum Trauma. Der Exkurs zum Trauma. Ja. Vor allem die Neugierde dann doch mehr packt, als man dann eigentlich. Ja, manchmal ist es so, ne? Dann denkt man sich, ach komm, und ach komm halt. Ach komm. Ne? Ja. Ich habe jetzt wieder hintereinander weg was Zusammenhängendes für euch. Und zwar habe ich bei dem letzten Weekend of Hell im November etwas die Sammlung, was die alten Godzilla-Filme angeht, aufgestockt. Ach, ja. Die sind alle von der Kaiju Classics, die also gehören alle zusammen und sind alle noch eingepackt und wir fangen an, Frankensteins Höllenbrut.
Natürlich. So nicht der Adler aus. Nicht der Adler. Also, ihr seht dieses schöne, alte, schwarz-weiß gezeichnete Cover. Sehr, sehr nice. Und da habe ich ein bisschen unsere Sammlung, wie gesagt, aufgestockt. Noch nicht gesehen, aber sehr cool. Ich liebe das, so diesen Einfallsreichtum, wie man damals eben diese Filme gemacht hat. Daher musste das auf jeden Fall mal in unsere Sammlung aufgenommen werden. Willst du sofort weitermachen? Soll ich? Ja, dann habe ich meins. Na gut, mache ich. Dann schließt sich an Godzilla und die Urweltraupen. Also alles eben von dieser Kaiju Classics Edition. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Auch so schwarz-weiß gezeichnetes. Dann Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Natürlich. Auch aus dieser Kaiju Classics. Da ist auch der Preis noch dran. 8 Euro. 8 Euro. Für die den Podcast neu hören. Genau. Dann Godzilla gegen Megalon. Da ist hier der Megalon ordentlich drauf. Also ich weiß, dass mein Vater damals noch so eine uralte VHS-Kassette hatte mit Godzilla gegen Mecha-Godzilla. Und der lief dann irgendwie jedes Wochenende rauf und runter. Dann passend dazu hätten wir hier Mecha-Godzilla-Terror. Auch so ein nices Cover wieder. Ich hoffe, wie gesagt, das blendet nicht zu sehr. Die sind auch alle noch komplett eingepackt. Auch noch der Preis drauf. 8 Euro. Alle 8 Euro. Und da habe ich, wie gesagt, auf dem Weekend of Hell zugeschlagen. Und als letztes aus der Reihe hätten wir Godzilla gegen Mecha-Godzilla. Also ein ganz starkes Teil mit dem Mutant-Mecha-Godzilla. Keine Ahnung, warum da noch ein Affe mit der Knarre drauf ist. Ja, das ist sowieso alles verrückt. Die wussten halt damals nicht, wie die das umschreiben sollen. Deswegen halt auch King Kong und alles Frankenstein war es gewesen. Und alles ja. Genau. Viele diesen Titel müssen Frankenstein, wo du, wie kommt denn das zustande? Weil die halt überhaupt nicht wussten, wie die das einordnen sollten. Keine Ahnung. Genau, das war unser kurzer Exkurs zu Godzilla. Ich kann dir ja gleich noch was rüber. Nein, ach, alles gut. Ein bisschen habe ich ja noch in meiner Box. Und hast du Godzilla durch? Ich habe meine Godzilla durch, wie gesagt, alle auf dem Weekend of Hell gekauft. Dann hatte ich ja, glaube ich, in der Special-Folge schon was dazu gesagt. Bitte? Ich muss meine Nase kratzen, hat eine Sorry gesagt. Sorry, warte. Bei der letzten Special-Folge, was du gesagt gehabt, dass ich ja, ich glaube, in einer der Folgen davor hatte ich gesagt gehabt, dass ich unbedingt gerne den The Sadness gucken möchte. Stimmt. Und da brauche ich halt unbedingt das Mediabook in 4K und lalala und bra und muss ja dann sein, weil das ist ja der blutigste Horrorfilm, der blutigste Zombiefilm aller Zeiten. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich bei der Person, ich weiß leider immer noch nicht, wer es war. Ich wollte eigentlich gucken vor der Aufnahme. Ja, weißt du es noch? Okay, alles klar. Dann, sie weiß es. Ich leider nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass man mich gewarnt hat, das Mediabook zu kaufen, weil der Film dann doch nicht so toll sein soll, wie hier beschrien. Und ich muss sagen, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Der Film ist wirklich nicht so toll, wie man es gerne haben hätte wollen können. Ne? Der Film ist auch nicht sauschlecht. Der Film ist einfach... Das ist, wenn man mit riesigen Fanfaren durchs Dorf rennt und sagt, das ist der Film aller Zeiten. Ne? Ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn 90% der Leute sagen, ist wie gesagt, der ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht das Wunderwerk an Zombie-Blutig-Film. Aber für die Podcast-Hörer nochmal, es ist The Sadness in der Blu-ray-Fassung. Entschuldigung. Nee, ich wollte es nur gesagt haben. Wie gesagt, der Film ist, man will ihn ja auch nicht kaputt reden. Ne? Er ist gut, aber es ist bei weitem nicht das Meisterwerk. Ne, It is what it is. Es ist, ich bin immer noch gespannt auf The Train to Busan, den ich ja auch die ganze Zeit noch gucken wollte, weil das ja auch anscheinend hier mit Zombies und alles da. Egal, aber das ist Zukunftsmusik. The Sadness, jetzt geguckt. Die Blu-ray war, glaube ich, auch, der war nicht teuer, der war 7 Euro oder sowas. Ne? Und dafür kann man sich das mal geben. Und das war's jetzt. Jetzt bin ich beruhigt. Jetzt muss ich mir das Mediabook auch nicht mehr geben. Die Neugierde ist befriedigt. Es sei denn, es möchte mir einer geben. Ach, naja, für Geschenke sind wir immer offen, ne? Nein. Auf jeden Fall ist es Sadness. Man kann ihn gucken, aber man muss jetzt hier nicht erwarten, dass man jetzt hier großartige Schlachtplatte geliefert bekommt.
Er ist blutig, aber jetzt auch bei weitem nicht so blutig. Na siehste. Ne? Also, ich hätte noch mal etwas so absolutes Wühl- und Klappentext lesen gedöns, ein Mediabook, und zwar The Dead Center, also Dead wie tot, Dead Center, da ist eben vorne ein C drauf oder Fuß drauf oder Zettel, der Leichenzettel, der Leichenzettel dran hängt, und ja, es geht um ein, ne? In der Psychiatrie ist da so eine Totenstätte, also hier, na, wie heißt denn das? Keine Ahnung. Medical Examiner, da irgendwie. Also Gerichtsmediziner. Da, ja, ja, da taucht halt irgendwie eine unidentifizierte Leiche aus, die ja als Frau immer Jane Doe und als Mann John Doe heißt, und dann passiert da so allerhand Zeug. Ach, der John Doe. Und das fand ich ganz interessant, ist jetzt noch eingepackt tatsächlich, werde ich aber öffnen und gucken, weil ich es sehen möchte, was das ist, und entweder gut oder schlecht, das können wir euch jetzt noch nicht sagen. Aber wer weiß, was da noch passiert. Ist wieder so ein Experiment. Den Film kann ich dir ja rüberschustern hier, weil das ja auch eher deins ist. Okidoki. Was hast du denn dann noch? Ich habe jetzt noch drei und den jetzt mit dem geschusterten vier. Was habe ich denn hier? Wühlen Sie. Ja, ist ja gut. Ja, ist, okay. Ist ja nicht schlimm. Dann fangen wir mal mit denen an. Ich glaube, das war auch bei diesem Gewinn. Bei Weekend of Hell, bei diesem Gewinnspiel gedönt. Und zwar, wie heißt das für? Dead Time Stories. Ja. Auch in einem wundervollen Mediabook. Und keine Ahnung, sind wahrscheinlich auch eher so Kurzgeschichten, oder? Hört sich so an, als wäre es. Kurzgeschichten. Wir haben ja das Mediabook von Dead Time Stories. Das Cover sieht eigentlich recht vielversprechend aus. Ne? Fand ich eigentlich auch, dass ich... Die da Spiegelung ich, von uns ist ja reizvoll. Noch die Losnummer an der Seite, die, die 180. Ich glaube, wir hatten eigentlich gedacht, da war ja dieses riesige John Sinclair-Gedöns gewesen. Ne? Und da hat gesagt, ja, da war neben uns stand einer, der wollte das unbedingt haben. Er hat Lose gekauft, wie ein Bekloppten. Ne? Ja. Und er hat dieses von John Sinclair halt die ganze Zeit nicht bekommen. Und dann kommen wir und ja, ne? Und dann hier John Sinclair. Aber das war halt die falsche Losnummer. Ne? Ja, da haben sie sich vertan. Aber ich glaube, der hätte uns halt auch noch abgekauft. Ja. Wenn wir das jetzt wirklich gelost hätten, ich glaube, also... Ich hätte es dem wahrscheinlich in die Hand gedrückt. Ja, du wieder, ne? Ja, du machst nur Verlust. Ja, ich bin halt. Also wir sind so verrückt gewesen, wir haben nur zwei Lose gekauft, beides Mal ist ein Film bei rausgekommen. Hey. Ja, aber auch noch nicht gesehen. Aber das ist halt, aber das würde ich mir auch angucken. Hey, sie sind im Schrank unter deinem Bett, draußen vor dem Fenster, aber bestimmt nicht in deinem Kopf. Alles also interessiert mich dann jetzt schon mehr als dieser Entity. Oder ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall. Steht es auch auf der Zuschauenliste. Ja, vielleicht ist das ja irgendwas, wenn man mal in einer... Ja. In meiner Bierlaune wieder heraus. Die Bierlaune. Die kleine Bierlaune. Ein Film, den wir im Vorfeld schon kannten, den ich richtig, richtig geil finde. Und mein Spatz hat dann eine kleine Überraschungsbestellung gemacht. Your Next als richtig, richtig schöner Pappschuber, der rauskommt. Wundervolles, wattiertes Medium. Genau, ich hätte es falsch rum. Yes. Your Next, ein weißes, längliches Mediabook, was eben vorne schön mit roter Schrift Your Next steht. Und wenn man es aufklappt, hat man nochmal das Cover von dem Schuber. Und ist ein herrlich bekloppter Film eigentlich. Ich finde diesen Film, der hat, also wenn man den, da ist man wieder an dem Punkt, dass wenn man den Film einmal gesehen hat, ist ein gewisser Wow-Effekt halt weg. Aber das war ein Film, der mich nach langem in dieser Machart Slasher kannst du es jetzt auch nicht, aber so in dieser Machart, wer den kennt, der weiß, was ich meine. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben. Ja, dieser Home Invasion. Ja, irgendwie sowas, ja. Und der hat mich richtig überrascht, den fand ich richtig, richtig gut. Ich finde die Schauspieler gut, irgendwie harmonieren die alle in der Rolle, die sie halt haben miteinander. Und richtig nice mit Wow-Effekt. Also wer den noch nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und wie gesagt, das hier ist echt ein super cooles Mediabook, einmal mit diesem Cover von diesem Schuber und einmal eben dieses wattierte Weiße, richtig cool. Muss ich als Random Fact noch dazu sagen, weil als Kaufbild war halt dieses weiße Mediabook abgebildet. Und ich dachte, boah, das wird richtig geil, das mit diesem Weiß und mit dieser roten Schrift, Your Next, geil, mega, ja. Muss ich haben. Oder nicht muss ich haben, möchte ich gerne weiter vererben. und da bestellst du das und da kommt das so hier an. Ne? Und du denkst dir dann halt so, eigentlich wolltest du ja jetzt hier nicht das haben. Ist zwar ganz nett, dass das jetzt da ist. Geil, ne?
Und dann machst du es auf und dann ist es halt da drin. Ne? Das sagt ja aber vorher keiner, dass das da drin ist. Ja, man ist dann im ersten Moment echt verwirrt. Ich war echt sauer. Haben die jetzt hier das Falsche geliefert? Ja. Soll ich weiter? Ja, machen wir. Fortschreiten. Ein Film, den man selber noch nicht gesehen hat, von dem ich aber schon eine Menge gehört habe. Und zwar hier Don't Torture a Duckling. Ist halt... Ich kann noch nicht mal sagen, was es da wirklich geht. Es geht hier in Italien um vermisste Kinder oder übel zugerichtete Kinderleichen oder sowas da. Und dann. Aber du magst ja so Polizeiarbeit. Das stimmt. Diese Sachen immer, Ermittlung, ne? Ist immer gut. Ermittlung, ne? Ja, keine Ahnung. Wir haben ihn noch nicht gesehen gehabt. Hörte sich aber spannend an und hat sich halt auch immer spannend angehört. Wenn ihr wisst, ob es so ist. Warnt mich vor, bitte. Ja. Aber ist von Lucci Fucci halt, ne? Lucio Fulci. Ja, ja, das gehört ja immer in so ein Regal rein. Ja. Ne? Wir sind mal gespannt. Don't Torture a Duckling. Ich sehe schon, wir müssen demnächst nochmal ein... Die Blu-ray davon. Genau. Ich glaube, es gibt auch Mediabooks mittlerweile davon. Ja, bestimmt. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sehr gut vorstellen. Sehr. Willst du nochmal eins zwischenmachen? Dann, ich habe jetzt nur noch drei. Ich kann leider nicht sehen, was er... Ein Film, den ich unbedingt haben wollte, den ich auch wochenlang oder monatelang auf meiner Amazon-Wunschliste hatte. Wunschliste? Wo ich auch nie gedacht hätte, dass er auf Deutsch rauskommt. Und mein Bruder hat mir den dann zum Weihnachten geschenkt. Ich glaube, das war wirklich Weihnachten. Oh, stimmt, und zwar Song of Solomon. Hier von Unearthed Films. Unearthed Films. Tut mir leid, wenn ich die Filme nicht immer so perfekt in die Kamera halte. Aber ihr wisst ja, ihr kennt das ja, ne? Als Blu-ray. Als Blu-ray, Entschuldigung. Ich glaube, den gibt's auch, nicht. Ich glaube, den gibt's auch gar nicht in was anderem. Okay. Deswegen. Alles cool. Song of Solomon hatte ich angeguckt gehabt. Ist natürlich in Originalsprache, weil auf Deutsch gibt es den ja nicht, ne? Mittlerweile gibt es den auf Deutsch, ne? Auch, ja, es ist furchtbar ein. Aber das sind halt solche Filme, da geht es halt eher um die Special Effects halt, weil Unearthed Films, wer diese Liga kennt, der weiß, worauf man sich da auch schon wieder einlässt. Der war jetzt aber auch nicht so ein Knaller-Boy-Film, ne? Klar, sie kotzt ihre Därme halt alles aus dann da, ne? Ist halt wie hier Zombie hing am Glockenseil. Aber zu dem Unterschied, sie stopft sich das dann alles wieder rein. Ne? Und das war's. Ich glaube, das war das Einzige, was innovativ war. Also innovativ kann man auch noch nicht. Ich sehe da immer keinen Sinn drin in sowas. Ne? Das, ja. Aber gut, so hat halt jeder so sein. Ja, sein. Gott, ne? Ich mag halt auch keine Innereien essen. Selbst wenn meine eigenen sind. Naja. Ich muss mal ganz kurz... Nett. Überbrückt man nochmal, ich muss nochmal einen Preis abfütteln. Ich soll noch einen machen. Soll ich noch einen machen? Ja, mach ruhig. Ich mach doch mal einen, weil das so ein Film ist, wo ich eigentlich im Vorhinein gar nicht gedacht hätte, dass der wirklich so gut ist. Und zwar ist es ein Film mit Nicolas Cage. Und zwar der 8mm hier auf Blu-ray. Und da ich das Thema ja auch persönlich spannend finde, mit diesen ganzen Snuff-Geschichten und alles da, dieses ganze... Wie am Boden ist die Menschheit eigentlich, dass die solche Filme sich eigentlich angucken möchte? Ja. Dass es wirklich Menschen gibt, die da wirklich sowas sich angucken möchten und dann auf die Jagd sind nach solchen Filmen, wo halt das Unglaublichste halt drauf passiert. Ja. Aber der Film ist wirklich, wirklich gut. Ist vielleicht ein bisschen lang geraten, aber... Ich fand ihn auch gut. Auch dieses, es ist ja auch wieder dieses so ein bisschen Ermittlungsmäßige, ne? Ja, ja, und es gibt halt diesen Detektiv dann da, ne? Und, ja, und auch dieses Drama, weil er hat auch noch Familie, also Frau und Kind, und das kommt das Spiel dann auch noch mit rein. Das macht dann auch super spannend und auch, ja. Obwohl der Familie eigentlich nichts passiert ist. Nee, ja, aber trotzdem, man fiebert. Halt im Entferntesten passiert eigentlich gar nichts, weil eigentlich. Wenn was passiert, dann passiert es ihm. Ja, aber trotzdem, ich meine, seine Frau möchte ja auch nicht, dass ihm was passiert. Ach, ne? Von der Perspektive jetzt wieder gesehen. Aber
Es ist natürlich nochmal eine andere Spannung da, wenn man weiß irgendwie, ne, okay, der hat jetzt auch noch Familie, der könnte auch noch eventuell was passieren, weil wenn du es zum ersten Mal schaust, weißt du es ja nicht. Ne? Vor allem ist er halt der Detektiv halt an sich, der ist ja an solche Bilder überhaupt nicht gewöhnt, an nee. Dieses, was da halt passiert. Und der muss genau. halt super tief in diese Szene mit Snuff-Movies halt da einsteigen und mit einem grandiosen Joaquin Phoenix, ja. der halt in einer kleinen Schmuddel... Ich weiß gar nicht, was das da, wo der da arbeitet. Ja, das weiß er, glaube ich, auch nicht. Ja. Auf jeden Fall führt er ihn in die Welt des vermeintlichen Snuffs hinein. Genau. Super spannendes Thema. Ja. Sollte man sich aber auch nicht zu sehr, weil... Und das, obwohl man muss dazu sagen, und das, obwohl du den Schauspieler Nicolas Cage nicht magst. Ja, aber ich glaube, ich gewöhne mich langsam an. Jetzt. Ich meine, da sind ja auch, wie war die Farbe aus dem All oder sowas, ist ja auch immer, wird ja auch immer angepriesen, irgendwo bei Prime oder sowas da. Ich würde ihm gerne eine Chance geben. So. Vielleicht. Eventuell. So. Jetzt hätte ich nochmal was für euch, was auf jeden Fall der Sammelleidenschaft. Natürlich hat man, kennt man, aber ich mag ja sehr vom Freitag der 13. die so tollen Mediabook gezeichneten Cover und hier haben wir Teil 7. Vor allen Dingen und jetzt alle. Es ist ja mein Lieblingsteil. Entschuldigung. Ja, jetzt alle, der Chor hat gerufen. Genau, also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist auch noch eingepackt. Klar muss man jetzt nicht auspacken, weil den Film kennt man. Und ja, auf jeden Fall hatten sie es mir sehr schwer gemacht mit der Auswahl. Aber sehr, sehr cool. Und Jason und Blut. Genau. Und ja, mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht. Ja gut, weil es mein erster Freitag der 13. war, den ich je gesehen habe. Deswegen ist das wahrscheinlich mein Lieblingsteil. Ja. Ist halt so. Manchmal, es bleibt dann halt einfach an einem kleben. Ich wüsste auch gar nicht, was jetzt von diesem ganzen mein Lieblingsteil wäre. Ich glaube, Teil 2 ist, finde ich eigentlich ganz gut, weil er nur den Sack über dem Kopf hat. Ja. Wie gesagt, ich bin immer noch ja, mit der Scheune. Ich bin die Scheune. Du bist die Scheune. Ich bin die Scheune. Sag mal, ja, so, ja. Darf eigentlich auch in keiner Sammlung fehlen. Hier auch 80er Jahre. Kann aber auch noch 70er Jahre sein. Weiß ich leider nicht mehr. Es steht aber auch wieder mal nicht hinten drauf. Ne? Und zwar rede ich von Sleepaway Camp mit der, wie hieß sie, Felissa Rose hieß sie. Die war auch bei dem Weekend of Hell gewesen und hat den ganzen Laden unterhalten. Die war lustig drauf. Die war echt so eine kleine Frau, ne, aber die hat, die hat die ganze Bude unterhalten. Die läuft da rum und die Security schon, nein, du musst hier bleiben. Fribblemores, wie ist seinesgleichen so. Oh, der Film ist halt typische 80er Jahre. Ich hoffe, es ist 80er Jahre. es ist guter gemachter Film und ja, ist halt Sleepaway Camp. Ne? Ja. Eine grandiose. Ich glaube, sie hieß wirklich Felissa Rose. Ist nicht mal, doch, grandiose Frau. Also muss man sagen, das ist wunderbar. 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 Damals auch als kleines Mädchen. Ja, junge Frau. Gut, Leute, ich habe noch mal was mitgenommen, um unsere Sammlung aufzupimpen. weil ich ja auch mal ein bisschen lerne, immer mal ab und an. Und zwar habe ich gefunden auf der letzten Filmbörse einen Film von Olaf Ittenbach, Five Seasons, die fünf Tore zur Hölle, auch in einem Mediabook und ein relativ dunkel gehaltenes Cover. Und habe ich gedacht, ja komm, das hatten wir noch nicht, haben wir noch nicht. Und nee, deswegen habe ich gedacht, Herr Ittenbach, Sie kommen mal mit nach Hause. Auch ja. noch im Mediabook, wie gesagt, eingepackt, noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht, ob du den schon mal geschaut hast, gesagt, ob du den irgendwie kennst. Ich glaube, der letzte wirklich Ittenbach, den ich gesehen hatte, war dieser Legend of Hell. Wenn der noch so heißt, ich weiß es nicht. Und, ja. Genau, also aus rein, okay, Ittenbach, nehmen wir mal mit. Ja. Genau. Ich sag ja, man muss deutsche Regisseure auch. Die Folge geht schon super lang, ne? So langsam geht die Stimme aufflöten. Ja, aber wir kommen auch langsam zum Ende. So langsam kommen wir zum Ende. Ne? Du hast noch einen, ich habe noch drei. Ja. Würdest du dann den gleich noch nehmen? Ja, dann klaue ich mir noch was von dir. Und dann nimmst du den gleich und ich gehe jetzt hier zu dem
Ist der Preis auch noch drauf, ist aber auch egal. Terrifier oder Terrifier, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es geht natürlich um diesen bekloppten Clown. Auch in der Unrated Edition als Blu-ray. Ja. Terrifier. Dieser Clown ist nicht lustig. Man sieht, man sieht das immer wieder überall. Ne? Ob man da, jetzt ist man doch mal. Ach komm, neugierig. Nehmen wir doch mal ein bisschen. Genau, ne? ja. Hab ich zusammen mit dem Sleepaway Camp gleichzeitig hier bei dem Stand gekauft, bei dem ich eigentlich nichts mehr kaufen wollte. Ah, so ne? Ist das halt manchmal. Manchmal ist es halt so. Machst du nichts so. Ne? Terrifier. Keine Ahnung, worauf man sich da einlässt. Wie gesagt, man kennt halt diese Figur. Man sieht sie halt überall rumlaufen. Hallo, hier bin ich. Und genau. Wahrscheinlich kennen den verdammt viele schon. Ich weiß auch nicht, wie da der Unterschied ist zwischen der geschnittenen und ungeschnittenen Fassung. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja, alles gut. Aber hey, es gibt halt so Sachen. Ja, werden wir uns mal überraschen lassen. Ja. Ich mache auch noch mal ganz kurz hier den Preis ab. Ist wahrscheinlich auch scheißegal, aber wahrscheinlich schlagt ihr auch die Hände über den Kopf zusammen. Aber muss ja nicht sein, dass jetzt hier jemand unbedingt unsere Portemonnaie-Größe sieht. Was war das? Ich glaube, dadurch, dass man keine Freizeit hat, können die Leute schon ganz schön einschätzen. So, und zwar einfach was man verdient nur, und was man verdient, sind ja unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, das sowieso. Auf jeden Fall auch ein Mediabook, und zwar Poe, Project of Evil. Ich habe mir sagen lassen, es soll nicht so gut sein. Ja, vielleicht. Ich glaube, ich habe mich aber auch vertan damit. Und zwar sind da verschiedene Episoden drauf. Also ein, wie gesagt, ein Mediabook, wo vorne auch sehr dunkel gehalten. Und ich kann ja mal kurz sagen, Episode 1, die Grube und das Pendel. Natürlich reden wir hier von Edgar Allan Poe. Ne? Selbstverständlich. Episode 2 ist Alleine. Episode 3 ist Atemnot. Episode 4 ist Die Morde in der Morgue Street. Episode 5 das verräterische Herz. Episode 6 das System des Dr. Tear and Professor Feder. Episode 7 Lebendig begraben. Also das ist da alles drauf. Wie gesagt, ein Projekt des Bösen. Und ja, war ich einfach neugierig, habe ich gesehen und so spontan gesagt, ja, finde ich cool, nehme ich mit. Und da ich ja ein großer Edgar Allan Poe-Fan bin und halt immer noch standardmäßig den Raben halt als ein großes oder ein großartiges Meisterwerk der Poesie, Lyrik, keine Ahnung, nennt. Aber die Story um das verräterische Herz ist halt auch sehr gut. Das ist richtig geil. Und ja gut, Pendel und Grube oder was war das da? Kennt man ja auch vom Name. Auch. Und das letzte war hier. Das letzte war Lebendig begraben. Lebendig begraben, ja. Mhm. Auch. Man gibt's ja auch eine. Ja. Ne, gibt's ja auch. Und aber da bin ich halt auch, also wie gesagt, wir hatten ja jetzt erst vor kurzem im Podcast die Folge mit den Kurzfilmen. Also ich bin auch mal gespannt, wie lang die im Einzelnen sind und möchte ich auf jeden Fall demnächst auch mal reinschauen. Also wird demnächst dann auch ausgepackt werden. Na, ja. Und dann würde ich sagen, hau ich raus. Ich habe jetzt meinen letzten. Du hast deinen letzten, dann habe ich noch einen. Und zwar ein Film, den ich mir als junger Erwachsener damals gekauft hat, als ich noch keine Ahnung hatte vom sowas wie FSK, Spio, irgendwas, habe ich mir einen Film geholt namens Dagon. Und zwar war diese Fassung halt übelst geschnitten gewesen und du denkst dir so, aha. Du guckst an diesen Film und denkst dir so, ja, entschuldige bitte. Nee, du sollst nur nicht hier drauf gehen, weil es wackelt hier alles. Ist das wirklich so nervig dann beim Schauen? Ich glaube schon, ja. Egal. Schreibt mir bitte unter den Kommentaren, ob das wirklich so nervig ist, wenn der Bildschirm wackelt. Dagon. Das Einzige, was ich davon noch weiß, ist, dass da irgendein mit Gesicht abgerissen wird. Keine Ahnung. Ich glaube, das war halt die Kernaussage des Films. Die war aber in meiner damaligen Fassung nicht drauf gewesen. Und deswegen habe ich mich immer gewundert, ja, wo ist denn diese Szene? Ja, wo mit ist er denn? Mit dem abgerissenen Gesicht und alles, ja. Das stimmt doch alles gar nicht. Ihr lügt doch alle. Das geht ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ist halt von Dings, von Lovecraft, ne? Eine Story. Tulu.
Dagon. Sieht halt so ein bisschen abenteuermäßig aus, ne? Ist, ja, es ist halt, spielt halt unter Wasser eigentlich. Ach, ne? Süß, so ne? Unter Wasser. Atlantis. Ne? So Atlantis. Der Mann aus Atlantis. Der auch. Mit Patrick Duffy. War der Mann aus Atlantis. Das lang ist es her. Ja. Nachdem er Dallas verlassen hat. Ja, du alle weißt. Das ist ein Bobby Ewing. Das ist logisch. Ja, natürlich. Und so, den letzten Film, den wir jetzt hier auf Halde haben, ist Saw. Spiral. Spiral. Doch Spiral. Wir haben ja die Blu-ray mit der Spirale und dem Hauptdarsteller drauf. Und ja, ne? Muss man dazu noch viel sagen, haben wir natürlich in der Zwischenzeit schon geschaut. Zweimal. Auf jeden Fall. Zweimal sogar schon. Es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht gut. Wisst ihr wieder, das ist wieder dieses Zwiespalt, vor allem ich spreche kann ja auch nicht mehr. Ja, er hat, finde ich, gar nicht mal so schlechte Ansätze, aber es ist doch in vielen Sachen zu platt und nicht so würdig. Ist meine Einschätzung. Ich kann immer nur wieder sagen, man hätte wirklich nach Saw 7 die Vollendung, der schon nicht gut war. Ich auch geschuckelt, Entschuldigung. Ja, mach dich auch gleich zusammen. Ja, kannst du machen. Ich habe dich überhaupt nicht zusammen gemacht. Nach Saw 7 der Vollendung, der auch schon nicht gut war, hätte man sagen können, okay, wir lassen es jetzt sein. Jetzt ja. Man hätte ja sagen können, okay, vielleicht in 20 Jahren oder sowas. Es funktioniert ja in anderen Filmen ja auch, dass man sagen kann, hey, jetzt lassen wir es erstmal ruhen. Und nicht ein, zwei Jahre und nur, weil man noch ein bisschen die Kuh melken will. Nein, lass doch mal, bei Ghostbusters hat es sehr gut funktioniert, ja, mit dem Legacy zum Beispiel. Ja, ja, ne? Genau. Lass doch einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen, als irgendein Mist dazu machen. Es tut mir leid, das ist einfach nur Mist, ob es dieser Jigsaw war oder dieser Spiral jetzt ist. Das ist ja, obwohl man dazu sagen muss, dass dieser Jigsaw 1000 Millionen mal schlechter noch ist als der Spiral. Ja, das stimmt, okay. Das möchte ich nur gesagt haben. Okay, da bin ich dabei, alles klar. Aber gegen die beiden Teile ist auch die Vollendung grandioses Meisterwerk. Ja, das stimmt. Und der war schon nicht so toll. Ne? Und obwohl ich den auch noch mal sehen müsste, aber ich habe den nicht gut in Erinnerung. Das Beste an dem siebten Teil war halt wie halt die Bärenfalle funktioniert. Alles klar. Aber und dann die Frechheit zu haben, einen Samuel Jackson da als großen Namen noch reinzupacken. Es ist ne. Obwohl ich mir denke, weißt du, ich mag den Schauspieler, ich mag auch die Vielfalt in Filmen, die er schon in seiner Karriere gespielt hat. Aber manchmal frage ich mich, warum gibt er sich für sowas her? Tut mir leid. Wenn ich jetzt weiterrede, dann beschimpfe ich nur alle, weil das. No, und das ist dann so ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann frage ich mich halt auch, so. Das Saw-Universum. Vor allen Dingen weiß man nach 5 Minuten, ja, wo man alle Protagonisten gesehen hat, weißt du, haargenau, wer das wer ist. Ja. Der Karl Arsch ist. Ist halt echt so. Und ich finde, man hätte es doch einfach so smart machen können bei dem Saw-Universum. Es ist ja jetzt nicht so, dass aus den Teilen 1 bis 7 alle komplett gestorben sind. Es gibt ja immer noch ein gewisses Kontingent an Überlebenden. Ja. Warum? Warum hat man nicht die genommen, nicht jetzt jeden Überlebenden, aber eine Auswahl und hätte daraus ein kleines Jonglieren mit Überlebenden. Aber daraus hätte man halt was Smartes machen können. Das hätte einen Bezug dazu zur Reihe gehabt. Das hätte man viel besser irgendwie erklären können, als sich jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen. Wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass der Film komplett grottig ist, aber als Einzelfilm gesehen, nicht unter dem Namen Saw. Ja, genau. Das ist mein Problem daran. Das ist das Ding. Im Saw-Universum ist das eine Frechheit. Ja. Und Jigsaw war schon eine Frechheit in diesem Universum. Der war unterste Schublade, den verbrennen wir mal bitte. Ne? Ja. Und trotzdem bin ich jedes Mal, wenn man irgendwo noch das Mediabook sieht, weil man hat die ganzen scheiß Mediabooks hier rumfliegen und dann denkt man sich, eigentlich musst du den haben. Aber eigentlich auch nicht. Aber es ist so furchtbar. Und selbst darauf wird dann kein Bezug genommen. Nee. Naja. Ne? Ja, das ist schlimm. Man könnte sich da halt so wirklich reinsteigern, wie ihr merkt.
Ja. Ich gehe jetzt nach Hause. Na, hör mal, wir sind zu Hause. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt der letzte Film, den wir auf Halde haben. Also wir hoffen, dass wir in unseren Sachen nichts vergessen haben. Aber das waren eigentlich unsere Filme, die wir alle separat gelegt haben, weil wir sie euch eines Tages noch zeigen wollten. Jetzt können wir sie endlich einräumen. Jetzt können wir sie endlich ins Regal räumen. Oh, yippie. Und, oh, das passiert aber nicht mehr heute. Nee, ich glaube auch nicht. Ich bin jetzt Knülle. Ich hab keinen Bock mehr. Und genau, also wir werden jetzt einen Leisuren machen. Wir hoffen, der kleine Haul hat euch gefallen. Und ja, schreibt gerne mal, ob ihr schon den einen oder anderen Film kennt. Schreibt es gerne auf Instagram, schreibt es gerne auf YouTube, wo auch immer ihr kommentieren möchtet. Ja, und dann hoffen wir, dass die Folge sowohl Podcast als auch YouTube tauglich ist und ihr ein bisschen Spaß daran habt. Bitte. Bitte. Hast du noch ein Wort? Ich bin jetzt durch. Anderthalb Stunden hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das jetzt hier so. Ich habe gedacht, das geht noch länger. Aber gut, ich fand uns eigentlich schon ganz, ganz gut. Selbst Eigenlob stinkt, ne? Nichtsdestotrotz sagen wir jetzt Tschüssikowski sozusagen. Okay. Und wünschen euch einen wunderschönen Sommer und sagen. Sommer. Wir hören und sehen uns wieder im Gruselhaus. Ciao! Macht es gut, grüßt die Hühner, macht es besser, esst deren ungelegte Eier. Haut rein, Tschüssikowski. Ciao! Bye bye.